Ja, einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fire Emblem Awakening. Ja, leider gibt's mal wieder schlechte Neuigkeiten. Eigentlich wäre noch mein Gast dabei. Und eigentlich wären wir schon ein bisschen weiter in dieser Mission. Aber da sich Fraps mal wieder geweigert hat aufzunehmen, muss ich diese Mission nochmal von vorne machen. Aber wenigstens ist es nur ein Part und nicht fünf Parts. Naja, was soll's, man kann sich ändern. Leider habt ihr auch ein Unterstützungsgespräch verpasst. Ein ziemlich lustiges eigentlich, nämlich zwischen Zeche und Henry. Naja, mal gucken, vielleicht kann ich es noch am Ende des Parts noch reinbringen, aber mal sehen. Auf jeden Fall, ja, müssen wir das jetzt so machen und ich weiß jetzt ein bisschen, was in dieser Mission abgeht und das ist nicht ohne, das kann man so sagen. Wir haben natürlich alle unsere Truppen dabei, das ist gut. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon so loslegen, wie wir hier sind. Was ich natürlich sagen kann, ist, dass diese Mission nicht so einfach ist. Das kann man so ohne weiteres sagen, denn... ja, vielleicht merkt ihr es ja schon, es gibt hier viele nette Baumstümpfe, auf denen wir uns hier bewegen. Und es kommt auch Verstärkung zu. Und wir müssen auch übrigens schnell sein, weil hier viele Leute was hier erbeutet haben, was wir unbedingt haben wollen. Nämlich diese lustigen Diebe hier. Er hat einen Goldbeutel M. Wäre schon ganz nice, wenn wir das bekommen. Aber gut, ich würde sagen, dann legen wir los. Ohne große weitere Vorreden. Nach muss ich jetzt auch sprechen. Und da kommen sie endlich. Kommt näher, meine Kleinen, sagt die haarige Spinne zu den Fliegen. General Cervantes, Meister Exilus hatte recht. Der Elysianische Bund ist hier. Hast du nicht gehört, was ich gerade von meinem mir gelimmerte Spatzen hören? Yes, Sir. Ich bitte vielmals um Verzeihung, General. Wenn sie es so weit geschafft haben, können sie nicht ganz gänzlich unfähig sein. Doch was jetzt auf sie zukommt, ist selbst für sie einfach zu hart. Euer Bart, General? Ja, ich bin mir sicher, sie werden höchst beeindruckt sein, aber vielleicht... Ich habe gesagt, das wird zu hart für Sie, du nichtsnütziger Schwachkopf. Ja, General. Natürlich, General. Tut mir leid, General. Es ist aber durchaus beeindruckend, mein Bart, oder nicht? Hohoho. Ich habe mich seit meiner ersten Schlacht nicht rasiert und habe nie eine verloren. Ergo macht mein Bart mich unbesiegbar. Er ist die einzige logische Erklärung. Ja. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, das, was ich aber hierzu sagen kann, ist, dass hier einiges Heftiges auf uns hier wartet. Du kannst mal deine Lanze nehmen, oder? Nee, bleib mal lieber beim Pfeil hier. Und hier sind sie doch ein paar Axtkämpfer hier. Deshalb, lass mir das mal lieber bleiben. So, ihr könnt ja mal, genau, ihr könnt ja mal in Support gehen. Und du nimmst auch dein Dimensionspfeil hier und von mir aus. Und ihr geht dann, wie gesagt, in eine Kombi. So, du kannst natürlich nach vorne gehen, da habe ich überhaupt kein Problem mit dir, weil, ja, wie gesagt, vor dir, bei dir muss einiges passieren, dass du Schaden einstecken wirst, genauso wie mit ihr. Oh, aber wenn sie schon hier hinkommt, dann soll sie den mal killen. Oder schafft sie auch. Wunderbar, vielen Dank, Sally. Schön mit dem Stahlschwert, hat er keine Chance. Aber wie gesagt, vor denen brauchen wir uns eigentlich nicht so Angst zu haben. Sondern eher vor den anderen. Aber so ein Goldbeutel M, den nehme ich schon ganz gerne mit. Okay, Sumir. Das ist jetzt natürlich weniger toll, weil sie natürlich auch Axtkämpfer-Probleme hat und 10 Schaden kommt. Aber das wäre der einzige. Naja, gut, dann. Na komm, dann kannst du es auch riskieren. Vielleicht beschützt sich ja Kellyem, vielleicht auch nicht. Oh. Moment mal, genau, warum mache ich das dann nicht aus der Ferne? Ist doch noch intelligenter. Aber dann nimm deinen Kurzspeer. Ist doch noch schlauer, wenn ich das aus der Ferne mache. Aber der überlebt. Ach, das war natürlich schlecht berechnet. Ich gebe das zu. So, ihr beide... Ja, ihr könnt auch mal in die Kombi gehen von mir aus. Ach, und dann machen wir das halt so. Auch perfekt. Und Gaius erhält sein One-Up. So geht das natürlich auch. Was tasty. Wunderbar. Ja, aber gut, ihr seht, man sieht es vielleicht, wir werden hier,
wenig Probleme haben mit den Gegnern, aber das muss nichts heißen. Definitiv nicht. Ich war schon ein bisschen in Probleme gewickelt, kann ich so sagen, als ich da sozusagen voraufgenommen habe. Warum doppelst du denn nicht, Henry? Das finde ich ja gar nicht toll. Aber muss man auch mal sagen, die Location sieht schon nicht schlecht aus. Also da hat man sich schon was einfallen lassen. Ja, nimm einfach mal dein Stahlschwert, mach das mal zu Ende. Hau das mal weg. Und nimm da mal ein geileres Silberschwert. Hm, schade, kein Level ab. Ja, Stahlschwert kaputt. Ah, du kommst da leider nicht hin. Naja, ist auch nicht so schlimm. Einfach mal einen Spielzeugbogen oder, naja, nehmen wir mal einen Wurfbeil. Vorsichtshalber, du. Was kannst du ausrichten? So ziemlich gar nichts kannst du ausrichten. Ja, das ist natürlich nicht gut. Aber du hast eine gute Verteidigung. Dann gehst du einfach mal auch mal mit hier hin. Mit einem Eisenschwert. Ja, dann gehst du einfach auch nochmal hier hin. Du hast ja auch eine gute Verteidigung. Na, mehr oder weniger gute Verteidigung. Und dann können wir die beiden hier noch ganz gut dahinstellen. Ja. Oder, ach, mit ihm komme ich da nicht hin. Na egal, das macht bei ihm auch nicht so viel aus. Wind und dann passt das schon. Gut, was macht der Gegner? Ja, das war auf jeden Fall ganz klug von ihm. Weil Gaius sich ja so nicht wehren kann. Aber macht trotzdem wenig Schaden. Der macht da schon mehr Schaden, der Krieger. Naja gut, aber auch noch nicht so viel, als dass ich da zu Schaden komme. Ah, der haut die 8 rein gegen Sully, aber da habe ich jetzt auch noch nicht so viel Angst. Okay, das... Oh, Bestientöter. Oh, nicht schlecht. Naja, aber was das angeht, haben wir da noch gute Karten. Okay, die beiden bewegen sich auch so ein bisschen. Ja, wir sollten schon ein bisschen Tempo aufnehmen, damit wir da keine Probleme haben, weil die Unterstützung kommt nämlich von unten und das ist ein bisschen schmerzhaft. Aber gut. Lonzo macht jetzt erstmal mit dem hier kurz einen Prozess. Aber mal richtig. Ja, wie gesagt, aber mal richtig. Den hat er mal richtig aufgeschlitzt. Aber das ist ja eigentlich seine Hauptaufgabe. Ja, das Level-Up kann sich auch sehen lassen. Gut, wer hat es denn unbedingt nötig? Ich würde mal sagen, du hast es mal nötig, einen umzubringen. Dann mach du das mal, Lisa. Auch wenn du eigentlich nur 8 Schaden machst und das eigentlich sehr mickrig ist. Aber naja. Wenn du den dafür umbringst, ist das ja auch in Ordnung. Ah ja, bei so einem riesigen Baum. Ob das der Deku-Baum ist, Fragezeichen. Nein, ich denke mal nicht. Hm, du kannst doch auch mit deinem Spielzeugbogen oder mit deinem Wurfbeil von mir aus. ja, das war auch wieder sehr notwendig, Weig, aber ich halte dich nicht auf. Lass dich nicht aufhalten. Tempofeder ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das kann man bestimmt sehr, sehr gut gebrauchen. Gut, was gibt's denn noch zu tun? Ja, ich würde sagen, wir versammeln die erstmal so ein bisschen. Du kannst ja mal Lonzo heilen, obwohl der eine Punkt der jetzt auch nicht mehr viel macht, aber egal. Ja, das waren jetzt nicht gerade viel Erfahrungspunkte, aber wenigstens etwas. So, dann dürft ihr beide mal in Kombi den hier... Ja, mal zeigen, wo es lang geht. Du nimmst mal dein Stahlschwert. Ja. Stay focused. Oh, Aita. Sehr schön, Lucina. Die Mond-Sonne-Kombination. Finde ich gut. Viele Fähigkeiten wurden ja noch nicht eingesetzt. Ich glaube, das war jetzt das zweite Mal. Und auch Lucina. Sehr mysteriös. Das ist eigentlich Chrome schon? Nee, Chrome hat noch nicht AI. Sehr interessant. Er bekommt das nämlich auch noch. Und was ich auch noch interessant finde, dass mein 3DS-Akku schon wieder leer geht. Und deshalb auch gerade das Bild kurz wieder weg war. Geil, wie schnell das doch immer geht. Naja. Einmal, zweimal, dreimal. Kurz Kabel reinstecken.
So. Wirst du wohl jetzt wieder gehen? Danke. Irgendwie finde ich das komisch mit dem Kabel. Hat irgendwie manchmal so einen komischen Wackelkontakt, glaube ich. Also, naja. Aber bei meinem PC habe ich das gar nicht. Habe ich nur irgendwie ganz... Häufig kommt das bei meinem Laptop vor, wenn ich da mal aufnehme. Aber das kommt auch nur ganz selten vor, dass ich da mal aufnehme. Ja, ich weiß. Die Frage ist berechtigt, warum ich jetzt diese Meisterlanze verwendet habe. Aber ich wollte einfach mal einen Crit sehen, aber leider hat mir das Sully verwehrt. Naja, was soll's. Kann man nichts ändern. Oh, Silberschwert erhalten. Sehr schön. Das kannst du auch, glaube ich, sogar benutzen. Dann würde ich ja mal sagen, gib mal... mich würde jetzt interessieren, wie viel ich noch habe, aber... Ah, nee, ich schick's mal in den Vorrat. Wir müssen jetzt noch nicht ganz die dicke Brechstange raushauen. Na, ich weiß, Lonzo hat zwar schon ein Silberschwert, aber naja, was soll's. Okay, ja, du gehst einfach mal, oder... Na, wobei, du gehst mal und bleibst mal hier. Denn gleich kommt hier die Verstärkung an. Aber dann möchte ich jetzt noch mal eben gucken, ob hier noch irgendwo Diebe sind. Die noch irgendwas Besonderes haben. Ja, du hast einen Kurzspeer, die hat Pflege... Oh, wer hatte hier gerade das Meistersiegel? Oh. Ja, er, aber der flüchtet. Der hat eine Meisteraxt. Da muss man aufpassen. Ey, hier hat auch noch ein Meistersiegel. Okay. Okay, okay, okay. Aber wie gesagt, vor dem hier muss ich aufpassen mit der Meisteraxt. Das könnte böse enden, wenn ich da nicht aufpasse. Okay, ja dann, was kommt jetzt? Okay, jetzt wird erstmal eher angegriffen, aber das macht mal wieder so wenig Sinn, wenn ich das so beurteile. Henry, du könntest auch mal angreifen, mehr zumindest. Das, was bisher von dir kommt, ist ein bisschen wenig. Aber gut, kann ja noch kommen. Ach ja, Verstärkung kommt dabei, sagt deine Spinne zu den vielen anderen. Ja, damit wisst ihr es, er wird auch, Verstärkung anfordern. Und das wird nicht so angenehm. So, da der hier jetzt meint zu fliehen, würde ich mal sagen, soll Stahl mal vorne vorausreiten. Und ihm gleich mal zeigen, hier, was Sache ist. Ist noch irgendwer anders, der da bedürftig wäre? Ja, er. Aber... das kann ich eigentlich vergessen. Der macht so gut wie gar keinen Schaden. Es sei denn, er grittet. Naja, gut, wir können es ja mal probieren. Vielleicht grittest du ja, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ach, du tust es aber. Sehr schön, Henry. Hätte ich ja nicht erwartet, dass du's tust, aber... Naja, gut, umso besser. Pflege erhalten... Naja, ich würde es jetzt am liebsten mit ihm hier tauschen, aber naja... Na doch, er könnte jetzt schon Pflege verwenden, aber naja, ist auch nicht so wild. So, da kommt noch dieser Bogenritter... Ja, da muss ich mal wieder hier ein bisschen schützen. Du nimmst genau deinen Wurfball, das ist perfekt. Und ja, die anderen stellen sich mal da so außenrum hin. Weil der, wie gesagt, ein bisschen fies ist und reinhauen kann. Silberschwert. So, und auf dieser Seite... Wie viel würdest du mit dem Bronzebogen... Ja, das ist perfekt, dann machen wir das so. Wie gesagt, ich hab ein bisschen Respekt vor einer Meisteraxt und deswegen machen wir das lieber schön aus der Ferne und brauchen da keine Angst zu haben. Komm, gib die ab. Ich hätte die vielleicht an sie ihr gegeben, aber ach, sie hat ja sogar auch eine. Ja, dann vergiss, was ich davor hatte. Gut, irgendwie hab ich Bock, mir noch einen Kurzspeer zu angeln, deshalb. Ja, so mir, geh du mal dahin. So, dann können wir ja noch den hier anlocken. Oder nee, den Bogenritter. Genau, locken wir den Bogenritter an. Mit deinem Langspeer kannst du das mal machen. Ja, und dann kommen noch die anderen hier hin. Ihr seid euch mal noch dahin zu. Dann können wir gleich schön die anderen da kommen lassen. Oh, ja, der macht schon nicht ohne Schaden. Aber naja, auch nicht so schlimm. Gut, dass ich ihn jetzt vorne gehabt habe. Wäre Zelcher vorne, dann wäre das ein bisschen schmerzhaft für sie. Aber gut, es ist ja nur Gaius und nicht Zelcher. Ja, und was der hier gerade versucht, weiß ich auch nicht. Aber gut, das war ja sogar geplant. Aber dass du mal so null Schaden bekommst, auch wenn es jetzt nur ein anderer Pegasus-Ritter ist, aber ich finde, das ist schon respektabel. Das kann man nicht abstreiten.
Das ist sehr gut. Das könnte kein Everfamily sein. Ah, Lonzo. Ah, was soll man dazu noch sagen? Und der nächste Bogenritter, der aber auch wenig Schaden macht, aber leider doppelt Sally nicht. Naja. So, was du jetzt noch bezwecken willst, wenn du fließt, habe ich keine Ahnung. Deshalb mach's mal gut, mein Freund. Und gib mir mal dein Meistersiegel. Gut, ich bezweifle zwar, dass ich noch ein Meistersiegel brauche. Aber, naja, wobei, vielleicht, wenn ich euch mal andere Einheiten noch zeigen will, wo, wer weiß. Vielleicht mache ich das ja irgendwann. Muss ja nicht sein, dass ich ja jetzt ständig bei den Charakteren bleibe, aber im Hauptteil der Story werde ich bei diesen Charakteren bleiben. Das denke ich mal schon. So, da hat einer eine Axt, aber der käme noch nicht hin. Aber der soll mal hinkommen, damit sie mal ihren Schwertskill mal noch ein bisschen trainieren kann. So, Zelcher, dann machst du doch einfach mal den hier weg. Mit deiner Bronzelanze. Das sollte eigentlich schon ausreichen. Boah, dann mach das mal mit deiner Bronzelanze. Unser cooler Wyvern-Lord. Naja, so geile Einheiten. Meistersiegel erhalten zum zweiten. Genial. So, wer könnte es hier machen? Kelly, das ist doch mal was für dich. Da kannst du mal deinen Bestientöter mal ausprobieren. Oh, das macht schön viel Schaden. 42. Eieieiei. Ja, haut richtig rein. Das muss man schon sagen. Und ich merke gerade ein bisschen war der 3D-Effekt an. Warum auch immer. Bin ich wahrscheinlich drangekommen oder so. So, dann nochmal ein bisschen heilen. Ja, und dann sieht's doch eigentlich gut aus. Ich glaube, ich mache das ein bisschen besser, als ich das sozusagen in der Aufnahme gemacht habe, die Fraps nicht angenommen hat. Muss man aber schon so sagen, das läuft ein bisschen besser, finde ich. Wirklich ohne Probleme bisher. So, sonst noch hier was? Ah, hier ist noch so ein Pegasus-Ritter, das kann ja auch nochmal Weig machen oder... Nee, das macht Stahl. Okay, er geht auf sie. Das finde ich sogar am besten, wenn ich ehrlich bin. Weil sie soll ja ihren Schwertskill trainieren. Und wenn sie noch einen Crit macht, dann ist es umso besser. Sie ist zwar nicht die begabteste, was Schwert anbelangt, aber wenn es so ist, dann ist das ja umso besser. Und was er jetzt mit seinem Silberschwert da bezweckt, weiß ich selber nicht. Eigentlich können Helden auch Äxte verwenden. Warum er das nicht getan hat. Und das war mal die beste Teamarbeit, finde ich. Aber richtig beste Teamarbeit. Ah, und da ist schon die Verstärkung da. Naja, hier oben ist ja fast alles weg. Dann können wir da eigentlich ruhigen Gewissens dahin gehen. So, dann Gaius. Du kümmerst dich gleich um den dann. Ja, Eisenschwert reicht. Ja, du nimmst dann noch den dann aufs Korn, der dann kommt. Was hast du? Das ist ein Stahllanze. Naja, egal. Nur schon mal dein Eisenschwert und dann können wir mit den restlichen die unteren Leutchen empfangen. Sollen die ruhig kommen. Viel Angst habe ich vor denen nicht. Aber ich lasse die kommen, weil wenn ich jetzt mit allen darauf stürme, dann wird das wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen. Deshalb lassen wir die alle ruhig kommen. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Vor allen Dingen, wenn sowas ist. Ich glaube, Zelcher, das war nicht notwendig. Ich glaube, da hätte es hätte Gaius so oder so ausgewichen, aber. Oder er wäre ausgewichen. Komische Grammatik, die ich ja schon wieder verwende. Aber was soll's. Ja, war auch klar. Ach ja, alle werden sie aufgeschlitzt. Aber wie ich schon mal angesprochen habe, ich glaube, das wird nicht mehr lange so sein. Wenn es so war, die Gegner leveln ja auch. Oh, und Pegasus-Einheiten von den Seiten. Ja, wir sind hier noch ein bisschen beschäftigt. So, dann mach du einfach mal den hier weg. Also, so ein Langbogen wäre jetzt schön, aber den kann er leider nicht benutzen. Das ist leider den einzigen Nachteil, den hier die Bogenritter haben.
So ein Scharfschütze kann die und normale Bogenschützen können die verwenden, die anderen leider nicht. Aber gut, kann man auch nichts dran ändern. So. Wie mache ich das jetzt? Sitzen hier die Axtkämpfer und natürlich der eine mit einer Arge, mit einem Schwert. Ja gut. Gut, wir können es so machen. Aber es ist schon wieder keine Lanze. Naja, gut, dann macht das halt eben Chrome. Oh, aber du killst den nicht. Naja, wobei, muss nicht sein. Muss nicht sein. Vielleicht killt den dann Henry dann. Oder Lucina macht's mal wieder. Autsch. Nee, ist gut. Dann kann das Henry machen. Wunderbar. Das finde ich gut. Ja, mit Flux. Mit der Flux. Und ich denke mal, da wird er auf jeden Fall ein Level abbekommen. Ja. So eine weiterentwickelte Einheit. Naja gut, er ist auch weiterentwickelt. Ich weiß, es hat jetzt wenig gebracht, den Spruch. Aber naja. Gut, wir kommen echt gut voran, würde ich sagen. Also, die haben wenig Chancen hier. Gut, da soll mal dann Jenny hier hingehen. Und die nimmt mal auch ein Eisenschwert. Und dann kann ja... Ja, du kannst immer wieder dahin mitgehen. Ja, genau. Hier geht mein Bruder. Moment. Wie viel machst du Schaden? Sehr gut, würde ich sagen. Ja, dann mach doch einfach mal das. Ich weiß, dass du ihn zwar nicht killst, aber... Ist auch nicht schlimm, du machst gut Schaden. Ich muss aber auch mal endlich mal dran denken, Magie zu kaufen. Das ist was, was wir fast gar nicht mehr haben. Das muss ich echt mal dran denken. Sumia. Kannst du denen was reißen? Ja, kannst du. Dann, ja, bring das mal zu Ende, Sumia. Eins und Nummer zwei. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, läuft auch, würde ich sagen. Und das ist ein gutes Ende eigentlich, um den Part zu beenden, würde ich sagen. Aber ich würde sagen. Wiederholung. Ja. Nein, was ich sagen will ist, lassen wir noch einmal die Gegner ziehen und dann beenden wir das für heute. Aber wenn schon seine Kumpanen so schwach sind, dann will ich nicht wissen, was dieser Silvantes drauf hat. Ist er so von sich überzeugt, vor allen Dingen mit seinem Bart. Und Leute, die schon Super Mario 64 gespielt haben, die wissen, was passiert, wenn man viel von seinem Bart hält. Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber... Für die, die es natürlich nicht wissen, ich erzähle es natürlich, aber wer hat Super Mario 64 nicht gespielt? König Bomb Omp ist ja auch von sich überzeugt. Und das Ende weiß man. Joa, jetzt dachte ich schon, der hätte einen Bogen gehabt. Oh, gerade nochmal Glück gehabt. Naja, was soll's. Gut, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Mixtur ist cool, gib mal eine Heilmittel ab. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder rein. Beziehungsweise, wenn es gefallen hat, gebt den Daumen hoch. Und dann, ja, schauen wir noch so, ob noch was Besonderes von den Gegnern kommt. Obwohl es mich sehr überrascht, dass hier so gut wie gar nichts kommt. Naja. Hätten wir es denn jetzt auch mal langsam, also langsam... Weiß ich nicht, also so... Langsam, ja, geht's ein bisschen... Oh, noch Verstärkung, na klasse. Naja gut, wie dem auch sei. Ich wünsche euch noch alles Gute, bis dann und tschüss.